Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 3. Oktober, also Tag der deutschen Einheit. Und heute war bei uns Flohmarkt und ich habe ein paar interessante Schnäppchen gemacht. Habe ich auch eben schon auf Facebook gepostet und jetzt kommt das Video dazu. Und zwar habe ich bei einem Händler relativ viel von kleinem Preis bekommen. Und zwar wären das Donkey Kong Land 3 mit allem dabei, also mit der originalen Anleitung und dem Spiel. Und ich muss sagen, der Vorbesitzer, der hat richtig, richtig gut auf seine Spiele aufgepasst. Die sehen nämlich aus wie neu, bis auf diese Stanzung da. Und hinten natürlich, das ist jetzt ein bisschen verdreckt, also das geht ja weg, also... Die paar Kratzer da unten, die kann man leider nicht verhindern, aber sonst sieht es eigentlich aus wie neu. Die Verpackung sieht auch noch gut aus. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ich muss nur gucken, ob ich den Aufkleber überhaupt wegmache, weil wenn dieser Kleber schon älter ist, dann gibt es da manchmal ein paar Probleme. Also mal schauen. Noch bei diesem Händler habe ich gekauft. Pokémon, die rote Edition. Sieht auch von außen noch recht gut aus. Mit dem Original Schuber noch und wieder hier noch in einem schönen Zustand. Ja, den Preis sage ich euch, nachdem ich euch alles gezeigt habe. Und dann hier noch so besonders schön Pokémon gelbe Edition wieder mit allem dabei. Mache ich das hier mal, hole ich das hier mal raus. Ja, man sollte halt drücken. Oh, ich hasse diese Teile. Jetzt da. Vor allem, wenn ich es nicht so genau sehe, geht das noch schwerer. Ja, Pokémon Gelb eben. Und wie schon mal erwähnt, das finde ich immer sehr toll, wenn sowas dabei liegt. Diese Werbung, ich weiß nicht. Irgendwie hat das was, wenn man das nach 10 Jahren mal wieder rausholt und anschaut. Ist das eigentlich schon recht interessant. Dann lege ich das auch mal hier hin. Noch bei diesem Händler habe ich bekommen Formel 1 Racing, also das Ganze war ein Set, sonst hätte ich natürlich Formel 1 Racing nicht gekauft. Das war mir nicht so am Herzen, wäre mir nicht so am Herzen gelegen. Dann dieses Ladekabel für den Game Boy Pocket. Dann dieses Transfer-Kit, das habe ich mal ewig billig verscheppert und jetzt wollte ich es einfach mal wieder, und da das eben gerade in dem Set dabei war, war es ganz passend. Und hier eben der Game Boy Pocket, noch in Originalbox, sieht auch noch bis auf, ich glaube hier unter dem Display ist so ein bisschen Staub, aber naja. Der Akkudeckel fehlt halt, aber das ist nicht so tragisch. Ich werde mit dem eh nicht großartig spielen, weil das Schwarz-Weiße gefällt mir nicht so, aber ja, dann sage ich euch mal, was ich zusammen gezahlt habe dafür. Also für das, das und das und den Gameboy natürlich und das Kabel und das Transfer-Kit. Es sieht jetzt natürlich alles total zugewurschtelt aus, aber für das alles habe ich nur 20 Euro bezahlt. Also ich fand den Preis nicht schlecht. Ich wollte zwar noch ein bisschen runterhandeln, der meinte aber schon, das ist der absolute Kampfpreis, weiter runter würde ja nicht gehen. Und ich habe auch lang noch rumprobiert, ein bisschen den Preis zu drücken, aber habe mir gedacht, nehm ich es einfach mit, weil ich fand den Preis echt nicht schlecht. Also, und vor allem ist das alles auch noch in so einem schönen, guten Zustand. Also der hat echt gut drauf aufgepasst und fand ich ganz in Ordnung. So, dann habe ich mir hier nur noch so eine Kleinigkeit gekauft. Ja, eine Yu-Gi-Oh! Karte, der rotäugige blaue Drache, den hat 50 Cent gekostet, habe ich einfach so mitgenommen. Und etwas, nachdem ich schon lange gesucht habe, ich habe nur so eine alte, kaputte, noch funktionierende, aber kaputte Version von Mystic Quest. Sieht auch toll aus, hat mich... muss ich überlegen, 7 wollte haben und ich habe dann noch auf 6 runtergehandelt. Was ich einen guten Preis finde für Mystic Quest, weil das ist ein sehr schönes Rollenspiel auf dem Game Boy.
meine Version sieht so aus. Also habt ihr bestimmt schon mal im Games Collection Video gesehen und das habe ich schon lange gesucht und vor allem in so einem Zustand. Ich hatte mal eins gesehen, aber das war hier die Hälfte gefehlt und das Modul war kein Bild mehr drauf und nichts. Und der wollte auch noch 20 Euro dafür und dann dachte ich mir, nee, sicher nicht. Und hier eben das Spiel. Sieht wie von dem anderen Händler auch spitze aus. Und was ich bei Mystic Quest sehr schön finde, dass diese Karte hier dabei ist. Die Welt von Mystic Quest steht hier oben und die Karte hier. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bin, weil ich werde das hier, das neu gekaufte, jetzt nicht spielen, weil ich erstens mal hier schon ziemlich weit bin und ich will das nicht unnötig abnutzen, wenn ich noch ein anderes zur Auswahl habe. Ja, ich bin jetzt momentan hier bei diesem Flugschiff. Ich weiß nicht, wie weit oder wie nicht weit das ist, aber ich glaube, wenn ich mir die Karte so angucke, ich war schon so gut wie überall. Ja, also könnte hinkommen. Ich glaube auch, so lange dauert es nicht mehr, aber das sehe ich ja dann. Wird auch nichts machen, wenn es auch länger dauert. Das Spiel ist nämlich sehr schön und die Musik finde ich vor allem sehr schön. Das ist ja auch interessant. Hier steht, was kann. Also Bronzerüstung, Verteidigungskraft 2, Spezialkräfte keine, Kaufverkaufspreis 155, also 110 Einkaufspreis und 55 Verkaufspreis. Wo erhältlich gleich am Anfang in deinem Besitz? Okay. Sehr schön. Dann hier eben Werbung für die Super Nintendo. Super. Ja, wieder wie vorhin bei der anderen Werbung schon gesagt, finde ich immer ganz nett sowas. Hier noch die alte, also der Vorgänger von der Super Nintendo, das normale Nintendo Entertainment System. Und hier noch Club Nintendo, damals gab es das natürlich noch nicht im Internet. Da musste man solche schicken Karten hier ausfüllen, scheinbar. Ich kenne mich da nicht so aus damit, wie das früher war. Und hier wieder ein weiteres schönes Poster. Und Mario ist natürlich betrunken. Wie sollte es doch anders sein? Ja, was ist denn da alles drauf? Okay. Ja, sieht doch ganz nett aus. Sind so ein paar Minispiele. Ja, diese Zelda-Spiele für das Nintendo Entertainment System, die sind ja heute auch ewig teuer, also die kommen, ja, ich weiß nicht, was sie damals neu gekostet haben, aber auf jeden Fall sind sie schon sehr teuer. Mystic Quest, noch die Anleitung. Die Anleitung ist eigentlich farbig, aber die Bilder natürlich schwarz-weiß, weil das Spiel natürlich eigentlich im Original schwarz-weiß ist. Dann schauen wir uns nochmal so ein bisschen um hier auf der Verpackung. Gut, das hier finde ich jetzt natürlich nicht so, das habe ich gar nicht gesehen. Aber das, ja, das kann man vorsichtig abkratzen, das ist nicht so schlimm jetzt. Also, mal wieder zu viele Alsos in einem Video. Habe ich mir letztens so gedacht, ich sag viel zu oft also. Aber naja, sei es drum. Das finde ich jetzt gar nicht mal so dramatisch hier. Ich meine, das Spiel ist von 92 sowas rum, lizenziert bei Square. Noch nicht Square Enix, Square. Ja, das finde ich nicht so dramatisch. Ja, Groß-Ostheim, Nintendo, für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es für Erwachsene ist, das Spiel. Also auf die Idee wäre ich gar nicht erst gekommen. Nein. Verpackung aufheben, da steht es drauf und meistens wirft man sie weg. Verpackung aufheben, wichtig. Aber die Zeiten sind vorbei, dass sowas in Karton geliefert wurde. Sonst habe ich nichts mehr zum Zeigen. Ich halte jetzt einfach nochmal so ein paar Spiele in die Kamera und verabschiede mich dann von euch. Bis zu einem nächsten Video. Ich weiß noch nicht, was es sein wird. Das Game Collection Video muss ich noch hochladen. Also wenn ihr dieses Video guckt, ist es wahrscheinlich schon oben. Das Update, das zweite. Und ja, dann viel Spaß noch beim weiteren Gucken auf Video.
Ich sag's zwar eigentlich selten, aber falls euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen, indem ihr mir einen Daumen nach oben gibt oder mir ein Abo da lässt. Ja, wie gesagt, nichts weiteres zu sagen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.